ist es hier in der Straße so, dass wir uns immer aushelfen. Ganz egal, ob das jetzt das Paket ist, was der Nachbar annimmt, oder wenn wir im Urlaub sind, erklären sich sofort die Nachbarn bereit, nach der Post zu gucken, die Blumen zu gießen. Jeder steht dem anderen mit Rat und Tat zur Seite. Hier, wo ich wohne und andere Urlaub machen, da kann man die Landschaft prima erleben. Man kann hier gut Radfahren. Es gibt hier schöne Schlösser und Gärten. Im Umfeld gibt es viele Naturschutzgebiete. Hier, wo ich arbeite, gibt es sehr viele Unternehmen, die international tätig sind und sehr viele Branchen abdecken. Hier, wo ich wohne, kann man wirklich sehr viel unternehmen. Egal, ob man mit Freunden unterwegs sein möchte. Man kann sich an den See setzen, man kann Sport machen. Wirklich super viel unternehmen. Feiern gehen, Kaffee trinken. Hier, wo wir jetzt leben, wird Nachbarschaft großgeschrieben. Also hier hilft man sich. Wir sind beide, glaube ich, ganz große Familienmenschen, haben unseren Freundeskreis hier und wir halten hier einfach zusammen. Eine Besonderheit in der Region ist, dass man hier alles mit dem Fahrrad erleben kann. Wir haben hier verschiedene Orte, an denen die Grenze noch mal erlebbar gemacht wird für Touristen. Es gibt hier einen echten Schatz an Schlössern und Burgen, die mit ihren Gärten und Parkanlagen in die Landschaft eingefügt sind. Man kann hier viel erkunden und erleben. Es gibt eine Vielzahl kultureller Einrichtungen. Jede Stadt hat ihr Museum und da ist für jeden was dabei. Mein eigener Bildungsgang begann bei der Realschule, ist danach weiter zum Berufskolleg gegangen, wo ich dann ein Vollabitur Wirtschaft und Verwaltung gemacht habe. Im Anschluss daran habe ich dann an einer Fachhochschule Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das Ausschlaggebende an der FH, wo ich studiert habe, war, dass es sehr familiär war, weil es nicht zu groß war. Man hatte direkten Kontakt zu seinen Professoren und zu anderen Kollegen. Man konnte sich gut austauschen. Kulturell kann man hier auch wirklich viel machen. Es gibt verschiedene Museen, es gibt Ausstellungen. Erholen kann man sich hier auch sehr gut, egal ob ich mich jetzt in den Park setzen möchte und da einfach mal mich entspannen möchte. Hier kann man wirklich sehr viel Sport machen, zum Beispiel auch Stand-Up-Paddling, aber ich gehe einfach am liebsten in der Natur joggen. Das Bild, was man hier hat, ist das Typische, dass man denkt, dass hier nur landwirtschaftliche Betriebe sind. Das Ganze ist aber definitiv nicht der Fall. Es gibt viele Unternehmen, die weltweit global agieren und in sehr vielen verschiedenen Branchen arbeiten. Nach der Fachhochschule bin ich mit einem Unternehmen in Kontakt getreten, mit dem ich während meines Studiums im Rahmen von verschiedenen Praktika schon Kontakt hatte. Und da hat sich die Möglichkeit ergeben, dann beruflich tätig zu werden. Die Arbeitslosenquote hier in der Region ist sehr gering. Es gibt viele Arbeitgeber, die sehr innovativ tätig sind, auch in verschiedenen Branchen. Das heißt, dass man sich nicht auf eine Branche festlegt, sondern ganz schnell die Möglichkeit hat, viele Unternehmen verschiedener Branchen kennenzulernen und mit denen in Kontakt zu treten. Zu meiner Arbeit kann ich mit verschiedenen Möglichkeiten fahren, einerseits mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit dem Fahrrad.
neben dem Radfahren gibt es hier auch actionreiche Sportarten. Man kann hier zum Beispiel Fallschirm springen, also die Gegend mal von oben sehen und auf sich wirken lassen. Die Menschen in der Region sind zuverlässig. Also wenn man den Leuten auf irgendwas die Hand gibt, dann passt das. Wenn ich hier einkehre in den Gasthöfen, dann sind die Menschen gastfreundlich. Wir haben wunderschöne Stuben und Biergärten, in denen man sich prima aufhalten kann. Es gibt eine Besonderheit in den Naturschutzgebieten. Wir haben Flamingos. Das ist so die nördlichste Ausbreitung der Tiere in Europa. Für Menschen, die hier Urlaub machen, ist die Grenze zu den Niederlanden besonders interessant, weil man dort auch Märkte besuchen kann. Die Märkte haben ein anderes Angebot als hier und das wird immer gerne mitgenommen. Hier gibt es auch zum Shoppen auf jeden Fall ein gutes Angebot. Für jeden ist etwas dabei. Dann auch noch mal mit Freunden Kaffee trinken gehen. Das kann man hier alles auf jeden Fall gut machen. Das Nachtleben hier, wo ich wohne, ist auch wirklich sehr vielseitig. Am Park gibt es öfter mal Konzerte, die man sich dann anhören kann mit Freunden oder halt auch in Diskotheken feiern gehen. Kneipen gibt es hier auch genug. Viele meiner Freunde sind entweder studieren gegangen, auch hier in der Region und wieder zurückgekommen. Andere sind einfach schon hier geblieben, haben hier ihre Ausbildung gemacht und wollen auch einfach gar nicht raus, weil es hier einfach wirklich schön ist. Einfach ein Angebot von jung bis alt. Neben der Hüpfburg stand natürlich der Reitsport im Vordergrund. Aber was das Turnier dann so ein bisschen ausgezeichnet hat, war, glaube ich, der familiäre Charakter. Und ja, man hat sich da sehr wohl gefühlt. Also es ist definitiv ein guter Ort hier, um die Kinder großzuziehen. Kindergärten und Schulen sind praktisch um die Ecke mit dem Fahrrad erreichbar. Wir teilen uns das hier in der Nachbarschaft auch ganz gut auf. Ne? Der eine bringt oft hin, der andere holt dann wieder ab. Die Vereine bieten auch sehr viel und durch das Ehrenamt, was viele Leute bekleiden, lebt einfach der Verein und ja, davon profitiert die Familie dann auch. Also neben den Sportvereinen gibt es hier noch jede Menge andere Ehrenämter, ob es jetzt wirklich Hilfe beim Kleidermarkt ist oder die Lesenstunde in der Bücherei oder auch die zahlreichen Musikvereine, die es hier in der Gegend gibt. Das macht einfach Spaß, wir sind hier einfach eine Gemeinschaft und da möchte man gerne was zurückgeben. Wo ich arbeite? Im Kreis Borken. Wo ich lebe und andere Urlaub machen? Im Kreis Borken. Wo ich lebe? Im Kreis Borken. Wo wir leben und unsere Kinder großziehen? Im Kreis Borken.